So, und da sind wir auch schon wieder. Und da hinten kommen auch schon die nächsten Schnupsis angelaufen. Da hinten kommen schon wieder die nächsten, nach den nächsten. Also wir haben hier richtig Spaß, würde ich mal sagen. Irgendeiner ist da hinten längs gelaufen, das habe ich auch noch gesehen. Also in die Richtung da hinten. So, auch die haben wir erledigt. Alter Schwede. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das fühlt sich gerade alles ein bisschen stressy an. Beim letzten Mal habe ich tatsächlich auch einiges vergessen. Und hier sind wieder Wölfe am Start. Das ist ein kleiner Traum hier. Jetzt. Schnauze. So. So, und jetzt wird es dunkel. Das ist ein kleiner Traum. Dunkel habe ich es gerne. Gut, in dem Sinne. So, da sind wir wieder. Ja. Hier wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als hier zum Beispiel mal so ein, ne? Schade, so ein Hundi hätte ich jetzt gern noch gehabt. Da. Ist zwar kein Hundi, aber. Hier zu viel Fleisch hätte ich gebraucht. Das wäre nicht schlecht gewesen. So zum Heilen. Ich weiß, ich habe zwischendurch von den Wölfen noch irgendwie was gekriegt, aber jetzt müssen wir uns dann tatsächlich erstmal reinpfeifen, was es denn hier noch Schönes zu holen gibt. Da sind wir doch sicherlich noch lange nicht durch. Ich habe ja gerade gesehen, dass ich von hier aus schon wieder Aggro kriege. Wir sind aber so vom Grundsatz her. Da oben steht jemand. Auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob wir da näher rankommen. Ah ja, ah. Okay, alles klar. Ernsthaft? Okay, das war der Posaunist. Da hoffe ich ja mal, dass wir den jetzt weggekriegt haben. Und dann kommt hier noch jemand anderes, oder? Ich frage mich natürlich, warum können die so weit werfen und ich nicht? Das frage ich mich tatsächlich. Au! Was hier unten noch irgendjemand? Nee. Der Schwede, das ist eine ganz schöne Bagage da oben. Au! Sag mal! Trefft ihn gar nicht. Ja. Ernsthaft?
Jo, dann brennt das hier jetzt halt alles. Kann ich auch nicht so richtig was für. Stört mich auch erstmal so gesehen nicht. Okay, er klüngelt sich jetzt erstmal mit dem ab. Dann kann ich mich mal eben... Komm schon. Hier fängt der Boden an zu brennen. Das ist doch ätzend, ey. Alter. Alter Schwede. Ja, das ist natürlich geil. Alter Schwede. Ach, Alter. Oh shit. Jetzt geht's mir ans Leder. Nein. Ah shit. Da hat die Steuerung versagt oder ich, je nachdem, kann man sich aussuchen. Ach, komm schon! Ist der Penner da? Na, hat er sich jetzt schön geheilt, oder was? Da hat er den Schwung noch mal einmal rumgezogen. Das ist ja geil, Alter. Na komm. Willst du mich verarschen, sag mal. Und da klauen, ey. Ja, ist richtig. Alter Schwede, das war jetzt so für den Einstieg nach 4 Monaten, 5 Monaten. Ein bisschen heftig, würde ich mal sagen. Sushalhain Guanam.
Wash. 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 Guama. Na, schauen wir doch mal. Huh, alter Schwede, jetzt bin ich gerade ein bisschen... Okay, das war ein bisschen krass. Oh, nach so langer Zeit. Oh. Hat sich gewaschen immerhin. Hat für die Zähne nichts gebracht, aber immerhin. Okay, also wir haben ihn eingesperrt, haben ihm aber die Waffe gelassen. Top. Amagam. Alla. Amagam no. Wow. Alter Schwede. Kleinen Tada habe ich jetzt. Erzähl. Kenn ich. Nein. Gehen wir doch gleich mal wieder hin. Toll. Su gaujata ma u twarshi suman. Umana! Was noch? Was, müssen wir jetzt tausendmal mit ihm sprechen? Er verrät uns tausend Geheimnisse oder wie soll das laufen? Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. So, sind wir jetzt fertig mit ihm? Ja, das ist doch mal ein kleiner Traum. Die Frage ist, wo sind wir denn jetzt? Ach du ahnst es nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier hinten gerade das da freigemacht. Da liegt natürlich jetzt mein ganzes Loot. Und hier befinden wir uns jetzt in unserem total schicken Dörfli. Glaube ich zumindest. Ich weiß nur gerade nicht, wo unsere Leute... Ach, hier. Also hier sind alle unsere tollen Leute versteckt und verteilt. Das ist unser Dörfli, in dem ich mich immer noch nicht so richtig zurechtfinde, wenn ich ehrlich bin. Ich bin da einfach so selten hier. Ich glaube, es geht da oben links. Genau. Also wenn ich tatsächlich zu meiner Basis zurück wollte, dann wäre das hier. Hier, guck mal. Da habe ich keinen einzigen mehr von. Und jetzt fehlen mir Zutaten für die restlichen Speere. Warte, haben wir hier nicht irgendwie... Da, pass mal auf. Hier nicht irgendwie... Pass mal auf, haben wir hier nicht irgendwie ein bisschen Hartholz? Boah, geh mal her. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das benutze. Total cool. Tierfett ist meine I. Ich setze Waffenbrand, stelle Feuerbomben im Waffenrad her. Das ist Tierfett. Okay. Habe ich jede Menge. Davon. Weiß ich gar nicht. Brauche ich davon was? Weiß ich auch nicht. Können wir mal gucken. So, 4. Habe ich alles voll. Okay. So, habe ich hier noch Fleisch drin rumliegen? Denn mir dünkt, als wäre ich ein wenig knapp an Fleisch. Na komm, nimm rüber. Scheiße. Dafür, dass wir es erstmal benutzt haben, soll uns das auch genehm sein. So, die Frage ist, was machen wir jetzt schön? Das haben wir hier unten gerade mal sauber gemacht. Da oben, ach, Urki hat auch noch was Schönes für uns. Wollen wir Urki nochmal schnell machen? Komm, lass uns nochmal Urki machen. So, was sagt der Tee? Trink Milch. Okay, machen wir.
Haben wir Urki nicht zu Ende gemacht? Doch, also Urki doch zu Ende gemacht haben. Da oben jammert er noch in seiner Hütte, glaube ich. Und... Oh, Blatt. Kommst du? Rot. Da müssen wir dran denken. Rotblattbräu nochmal wieder. Da hinten scheint eins zu stehen, wenn mich das nicht irrt. Rotblatt. Dankeschön. Holz habe ich gerade aufgestockt, meine ich. Nee, dreimal Hartholz. Okay. Holz habe ich nicht aufgestockt. Aber hier stand hier nicht gerade jemand da, genau. Das ist einer von unseren, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Hier haben wir nochmal Holz. Und da hinten ist nochmal Tasche für diesen Gegenstand, ist bereits voll. Und hier haben wir nochmal Rotblatt. Rotblatt, immer wichtig, brauchen wir für... Also für Zocken, Alter. Okay, also wir müssen noch wieder hoch. Ja, ach ja, genau, da. So. Jetzt wird sich da unten wieder geprügelt. Braucht er mich dafür? Ist das ein Bär oder was ist das? Sieht mir schon aus. Oh, nee, irgendwo so ein Tigerviech. Tötet gerade meine Leute. Das finde ich voll uncool. Blöd, Mann. Was jetzt? Hier wird man auch... Je weiter man kommt, man wird von allen Seiten wird man angefallen. So, steckt er hier immer noch in seinem Ding jetzt drin, oder? So hier. Was? Oh, na Horse. Woo. Woo. Horse Urki. Whack Horse. Whack what Dadry. Whack what Dadry. Urki hat's drauf. Oh. Ich ahne es. Okay, womit macht man einem Bären Angst? Urkis neuer Mief. Alter. Ne, der hat einen am Dach, Kollege. Alter Schwede. Besorge Mief-Zutaten für Urki. Ich freue mich so. Mache ich doch gerne. Glaube ich. Weiß es noch nicht. Mief-Zutaten für Urki sind da oben. Dezente Trommelmusik im Hintergrund. Das ist aber auch alles voll hier mit den Viechern, ey. Kriegen wir den vielleicht auch irgendwann mal, weil... Jetzt rennt er da hinten hin. Jetzt sind wir gerade... Ja, ja. Ich beeile mich. Ja, ich kehre ins Missionsgebiet zurück und muss leider den Typen, der mir die ganze Zeit auf den Keks geht, laufen lassen. Voll supi.
Dann ist noch mehr Ruckblatt. Ach, ja. So. Ich soll jetzt irgendwie da hochkommen. Schauen wir mal. Muss ja hier hinten dann sein. Irgendwo. So, haben wir hier schon wieder verballert ohne Ende. Da ist noch ein bisschen Rotblatt. Kommt das Rotblatt, nehmen wir aber mit. Aus, rein aus Protest nehmen wir das jetzt auf jeden Fall. So. Dumm, die dumm, stopp. Ach, das hört sich schon wieder so nach Mammut an. Ach komm. Wirklich. Naja, gut, aber war schon klar, ne? Wovor hat ein Bär Angst? Dass wir jetzt nicht kleine Hoppehäschen jagen gehen, war mir schon irgendwie klar. Schau an. Ja, ja, du brauchst mich gar nicht so anzugucken. Ich tue dir nichts, wenn du mir nichts tust. Oh. So. Ja, das können wir auch noch mitnehmen. Liegt gerade auf dem Weg. Ach so, es ist schon voll. Ja, danke. So, hier muss ich ein bisschen, weil ich ja weiß, dass mein Tier da ein bisschen eigensinnig ist von Zeit zu Zeit. Honigwabe, Nashorndunk und Braunbären gezähmt. Ach du Scheiße. Honigwabe, Nashorndunk, okay. Also hier rennen auch, guck mal da zum Beispiel. Da freue ich mich total drüber, dass ich jetzt hier Nashorn-Scheiße einsammeln gehe. Das macht voll Spaß und so. Ja, der hat leider nichts fallen lassen. Ach ne, doch da. Ne, reiten. Nein. Okay, also einmal Nashorn-Dunk habe ich schon. Huhu. Hier geht's richtig ab, Leute. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Hier steppt der Bär. Das ist total toll. Da, guck mal, da. Yeah, oh, das ist heute wieder richtig, als hätte man Geburtstag. Kleiner Traum, ihr Süßen. So, drei haben wir dann. Okay, dann können wir erstmal gucken, ob wir die fertig kriegen hier. Die Scheiße, im wahrsten Sinne. So, das würde ja heißen, da ist gerade nichts, da ist gerade auch nichts. Es juckt mich die ganze Zeit in den Fingern, hier das Holz einzusammeln, aber da haben wir ja momentan gar nichts. So, eine Honigwabe, da würde ich mal vermuten, das wird wohl auffällig summen in der direkten Umgebung. Okay, also hier bin ich halt außerhalb des Missionsgebietes, also würde ich mal meinen, dass man da kein Nashorndunk findet, wenn man nicht innerhalb des Missionsgebietes ist. Und man sollte nicht zu nah an die Nashörner herangehen. Daran erinnere ich mich auch noch. Ist natürlich die Frage, ich muss wahrscheinlich sogar zuerst den Nashorndunk, bevor ich überhaupt in ein Missionsgebiet gehen kann, in dem es etwas anderes zu holen gibt. Ja. Hier würde ich das auch gar nicht sehen. So. Honigwabe. Sehen wir hier irgendwo Honigwaben? Nö. Wie gesagt, ich denke, ich werde hier erstmal den Nashorndunk zu Ende sammeln müssen. Das ist gut. Tada! Habe ich voll gesammelt, Alter. Nashornkacke. Das ist so schön, ja. Gut, habe ich mir gedacht. Das heißt, wir haben jetzt erst den Nashorndunk zu Ende gesammelt. Dann machen wir doch einfach mal die nächste. Und wenn wir das fertig haben, dann überlegen, ob wir eine Pause machen. Weil danach kommt Braunbär zähmen. Da muss ich mir tatsächlich erstmal die Tasten. Au! Bitch. Gemeine Dame! Davon habe ich mich ablenken lassen hier. Da wollte ich doch gleich mal gucken, ob wir das noch brauchen. Ton, schade. Ja.
läuft jemand in der Gegend herum. Ein Braunbären-Samen. Ist das ein Braunbär? Da muss ich erstmal kurz gucken. So, da muss ich jetzt einmal gucken. Da habe ich das Fleisch. Ist das ein Braunbär? Den ich da gerade gesehen habe? Das dürfte mein Viecher ja eigentlich gar nicht mehr vorhanden sein, ne? Ich habe doch da gerade einen Bären gesehen, oder nicht? Wo ist er hin? Hallo? Hallo? Passt da einmal nicht auf, weißt du? Dann ist das Viech weg. Bisschen blöd. Ah, da hinten sehe ich auch schon Honig. Jetzt natürlich die Frage, kann ich das eine erledigen? Das scheint der Honig zu sein, den ich brauche. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ja, so schon mal nicht. Das ist jetzt gerade ein bisschen creepy, das... egal. So, jetzt weiß ich, da ist der Bär natürlich auch, ist ja klar. Die Frage ob ich den Bären jetzt erst zähmen muss, bevor ich weitermachen kann. Oh, komm schon, Butti, Butti. Ja. Das ist doch sehr cool. Direkt geschafft, das freut mich. Hätte ich jetzt gerne, warum kann ich den nicht nehmen? Hallo? Da. Da war es ganz kurz. Aha. Okay, dann schleppen wir erstmal den Braunen. Ist ja eigentlich vom Fach, der müsste sich ja eigentlich allerbestens auskennen mit der Beschaffung von Honigwaben. Wir brauchen jetzt noch eine. Die sind eigentlich ganz gut zu sehen. Das Questgebiet ist aber natürlich auch relativ groß. Sehe ich gerade. Okay. Ich finde das ein bisschen schwierig. Am Anfang war das noch recht einfach, mit dem hier einen Kopfschuss hinzukriegen. Aber seit ich zwei Pfeile verschieße, ist es halt irgendwie... Oh Mist. Was ist denn das da oben? Dieses da oben, so ein Kollege. Aber da oben ist auf jeden Fall eine Honigwabe. Kommt man da hoch? Ja, das ist ja cool. Dann schauen wir uns das doch gleich mal an. Hm? Ich muss auch die Kamera jetzt die ganze Zeit neu suchen. Ich meine, da war ich noch nie gut drin, die Kamera auf Anhieb zu finden, obwohl die blau leuchtet. Aber auch die hängt woanders. Das ist natürlich die Frage, ich muss mich hier jetzt wahrscheinlich durch irgendwas durchbetteln, um an diese letzte Honigwabe ranzukommen. Den Trompeterich, den haben wir gerade schon erledigt. Der müsste hier irgendwo rumlümmeln, würde ich mal sagen. Hier unten. Ja, da. Ah, oh, da ist auch die Wabe, wa? Shit, da hinten. Boah. So. Das ist auch gar nicht mehr Questgebiet hier. Hier liegt noch irgendwas. Ja, da muss ich erstmal wieder zurück. Das nützt ja nichts. Jetzt muss ich nochmal gucken, von wo sind wir gekommen. Wir sind von hier gekommen. Das nehmen wir noch mit. Das ist Südpurpur. Hast du nicht gesehen? Habe ich ganz kurz Südpurpur. Okay. So. Denn. Ja. So. Haben wir.
Ist das, nee, das ist nicht meiner. Warum ist das nicht meiner? Ich dachte gerade, hey, cool, ist ja unserer. Können wir gleich mal hingehen. Nein, keine Idee. Das wäre quasi Epic Fail gewesen gerade. Das sieht so aus. Nee, habe ich aber. Ich hab den. Ich wollte gerade sagen, das sah jetzt gerade ein bisschen danach aus, als hätte ich den einfach wieder verloren. Aber da unten steht, ich hab den. Kann natürlich sein. Ich habe ganz kurz gesehen, dass der Begleiter aufgeblunken ist, sozusagen. Habe ich das? Ah, ich habe das. Dass der Begleiter kurz aufgeblinkt ist, kann natürlich sein, dass es heißt, dass mich der Begleiter wieder verlassen hat. Weil ich das Questgebiet verlassen habe. Hallo? Ja, sieht ganz danach aus. So. Problem 10. Alles klar. Okay, scheint tatsächlich so zu sein, wenn man sich dann aus dem Questgebiet entfernt, dass man den wieder verliert. Gut zu wissen. Schade auch im Nachhinein. Aber wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und jo, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao.